Ja, moin, liebe Eichhörnchenfreunde. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Jetzt mit dem neuen Monitor. Ihr seht vielleicht ein bisschen der Unterschied. Es ist ein bisschen bunter, habe ich so das Gefühl. Ja, und es ist HDR. Mal schauen. Ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert. Ob HDR auch bei euch angezeigt wird, aber ich habe ein fantastisches Bild. Manche hellen Sachen sind sogar noch ein bisschen zu hell und so weiter. Und ja, ich habe Corruption 14 mal versucht und ich habe es direkt geschafft. Also der Ore of Abysses, der ist leicht, zu leicht mit diesem Bild. Und relativ schnell tot gewesen. Ich muss ja eben hier ein Unique farmen oder ein Set-Item. Das muss ich mal kurz schauen, was das genau für eins ist, was ich brauche. Ich glaube, der Gürtel ist es. Was ist das? Fall of the Empire? Ist es nicht, oder? Doch, das ist es. Okay, der Gürtel. Der heißt Jungle Queen's Chaps of Holding und bringt einfach mehr Potion Slots, 12 plus. Also haben wir insgesamt 16. Okay. Ja, und Minion Damage und so Physical Damage ist jetzt nicht so wichtig. Wir machen lieber hier natürlich in der Age of Winter weiter, damit wir dort fertig sind. Und ja, ich werde Diablo 4 ab jetzt natürlich auch bringen. Allgemein Action-Rollenspiele, weil ich sie so gerne mache. Und auch ein bisschen mehr Rollenspiel machen dazwischen. Also, nein. Jetzt bei Last Epoch, jo. Gib mir mal ein bisschen Tipps, was ich so machen will. Einfach so ein bisschen Gassi gehen mit Eidechsen. mit Eidechsen. mit Eichhörnchen. Schweres Wort. Viel zu schwer. Liebe Squirrels sagen. genau. Jo, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen krank. Ich bin gestern krank geworden. Und jo, ich musste mit extremen Schmerzen, Gelenkschmerzen, also Gliederschmerzen und so, musste ich leider den Bildschirm aufbauen und das ohne Schraubenschlüssel oder also Schraubenzieher oder ja, irgendwelchen Akkuschrauber. Nein, alles per Hand. ich hoffe, dass hält einfach genug lange. Ich habe es so fest angezogen wie möglich. Aber es will mir ja eben niemand helfen im Real Life. Nur online ein paar. Dankeschön an alle, die mir helfen. Es ist natürlich echt, heutzutage ist niemand mehr etwas wert. Jeder ist irgendwie nur noch Müll. Richtig dicker Müll. Und ich finde das einfach nur schlecht. Oder was? Ich weiß nicht, wieso ein Mensch immer weniger macht für andere. Ich mach's nicht. Ich möchte euch eine Freude bereiten. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Games sehen wollt. Und ja, außer Minecraft, das immer abstürzt jetzt auf Windows 10. Ich habe übrigens wieder Windows 10 installiert. Ja, weil es eben zu viel gecrashed hat. Es stürzt einfach nur noch Minecraft ab. Und geht ja 5, manchmal ganz, ganz wenig. Aber scheinbar Last Epoch nicht mehr. Last Epoch funktioniert einfach tausendmal besser auf Windows 10 als auf Windows 11. Ja gut. Und jetzt ist wahrscheinlich dann Diablo 4, das abstürzt, weil ich Windows 10 habe und nicht Windows 11 oder was. Ja, muss ich mich echt immer entscheiden? Muss ich denn immer auch alles bekommen, oder? Was so eine Wahrscheinlichkeit, ja, entweder bei dir geht's nicht gut, bei dir geht's gut. Und was hast du? Jo, du hast immer das, es geht nicht gut. Es geht einfach nicht gut. Ah. Aber wenigstens ist der Monitor wirklich super. Also ich merke nichts von Eingabeverzögerungen oder so. Also ich habe sofort, ja. Er ist völlig flüssig. Ich weiß nicht, was die Leute da haben. Dass das nicht flüssig sei oder so. Es ist halt schon Ultra-Qualität. Und der Bildschirm ist doppelt so groß wie mein vorheriger Bildschirm. der ist einfach riesig. Meine Güte, sieht das geil aus. Das macht jetzt echt viel Spaß. Weil es ist auch curved. Es ist sehr, sehr breit curved. Also sehr nach vorne auf der Seite. Es ist sehr stark geschwungen. Und das ist so geil. Es fühlt sich so richtig 3D an und so. Richtig genial. So, und ich habe Twitch Studio am Laufen. Ich habe ja auch vorher bei
Twitch gelivestreamt, also twitch.tv/DragoBasler seht ihr mir manchmal wieder live. Ich denke öfters, vor allem auch hier in Last Epoch, wo wenn wir grinden oder auch einfach irgendwas erreichen wollen, ohne dass es eine Aufnahme wert ist. Aber ich werde wahrscheinlich in den Livestreams nebenbei auch noch aufnehmen. Muss ich schauen, wie genau es läuft, wie gut es läuft. Also hier unten hätten wir 4 Corruption. Ich möchte aber eher hier hochgehen. Wir haben mehr Rüstung und ja, müssen hier oben durch. Also sollten hier oben durch. Ist effizienter. So, ja, ihr seht es. Also der Charakter ist eben sehr stark, der Bild. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht so lange spielen, dass ich nicht das Endcontent auch so easy habe. Ich habe noch andere Builds, die ich unbedingt probieren will. Und ihr wahrscheinlich einfach ja, mehr habt, liebt, als immer den gleichen Bild zu sehen. Schreibt es einfach in die Kommentare, sobald ihr irgendwas Neues sehen wollt oder einen Vorschlag habt am besten. Und ich würde dann den anfangen. Ich will es einfach euch so gut, also euch persönlich jetzt, genau ihr, der jetzt gerade schaut, ich meine ja. Schreib am besten einfach genau, willst du diesen Charakter noch sehen, willst du einen neuen sehen und was genau soll ich machen, soll ich eben, ich muss ja die Kampagne am Anfang noch machen natürlich, aber soll ich durchrushen, soll ich nochmal so alle ja, Leute reden lassen und so weiter. Schreibt es mal in die Kommentare und auch für den bestehenden Charakter, was soll ich machen im nächsten Part oder übernächsten Part am besten? Ich mache meistens 2 Parts gleichzeitig, oder? Und dann mache ich's. Boah, wie schnell dieses Teil weg war. Ist okay. Na, jetzt hoffe ich, die Stimme wird bald ein bisschen besser. Habe ich halt schon sehr lange mit Basti und mit Leon geredet. Ja, die lassen mich immer nicht reden, also. Aber trotzdem zu viel. Also, nee, soll ich sagen. Sie lassen mich nicht reden. Aber wenn ich mal zu Wort komme, dann bin ich so. Ja. Sehr am Reden, oder? Und wie sagen das so schön? Du bist dann einfach müde zum Let's Play oder Livestream. Wenn du so ausgiebig irgendwas erklären musst oder eine Meinung sagen so, dann fühlst du dich einfach ein bisschen erschöpfter. Also wenn du eigentlich nur Livestreamst oder Let's Plays. Ja. Ist jetzt gerade ein unangenehmes Level. Was ist da jetzt unten? War vorne nicht da. Zuerst aufgeblockt. So, ich habe die Balken übrigens auch wieder angemacht, weil, ja, Eichhörnchen eigentlich relativ schnell sterben können. Wo muss ich da runter? Da? Okay, das ist ein Akt 9 Boss scheinbar. Große Schlange. Oder die kleine Assassine da. Das ist nicht so genau. Nicht so sehr. Ich will es eigentlich gar nicht so kennenlernen, weil einfach der Akt 9 eigentlich der nervigste Akt ist. Es ist einfach anders. Seitdem Akt 9 und Akt 1 Rework war, ist einfach das Spiel ein bisschen nerviger geworden in den Akten. Weil zu viel passiert und ja, weil die Gegner einfach übertrieben sind. Und aufmache. Es macht nicht so viel Spaß, man ist eher so ein Gehirn ein bisschen überfordert. Aber es ist nicht schlecht, also die Story ist ziemlich gut für so ein Spiel. Und meine Güte, die spammen und spammen und spammen. Da ist wieder eine. Damit. Manchmal mache ich echt viel Schaden. Gut so. Jo, und andere Akte sind eher braver und die sind einfach besser. Mir gefällt es einfach besser. Ich muss nicht so übertriebene Action haben. Jeden Meter 2 neue Gegner, die irgendwo auftauchen. Das machen sie völlig falsch momentan. Ja, habt ihr die Ankündigung gesehen? Also, sie haben jetzt wieder ein paar Sachen gesagt. In den Livestreams und so.
Und eins ist zum Beispiel, was ist denn das für ein Item? Ah, das ist da am Boden liegen. Okay. So. Und also. Jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken. Das ist heute Morgen gewesen. Sie wollen. Können wir das gemeinsam kurz nachschauen? Bin nicht mehr sicher, was es war. Ich habe Last Epoch Webseite gar noch nicht reingetan in die Codes. Nein, ich tue Bubils Forum. Genau. Ist das gar nicht im Forum? Ist das bei Twitter gewesen? Ja, sie haben ein paar Sachen angekündigt und ich habe es eigentlich mir merken wollen. Also Roadmap ist einfach unoffiziell. Okay, da haben wir ein Zweier Potenzial-Item. Ist halt immer schwierig, wenn man so viel zu Geschriebenes hat. Multiplayer wird irgendwie verbessert. Genau, diese Factions vor allem, oder? Es gibt ja eine Händler-Faction dann und eine, wie heißt die andere? Schatzsucher-Faction. Oder eine ist für Multiplayer, die andere ist eher für Solospieler. Und ja, und dann gibt es noch andere Fraktionen scheinbar oder so, die man jetzt nicht beitreten kann, aber die einfach existieren. Vielleicht geben die auch Bonis oder so. Aber so Sachen sind angekündigt worden. Am besten einfach auch mal ein paar YouTube-Videos schauen von diesen Livestreams von den Entwicklern. So, dann habt ihr das alles im Blick und ich nicht. Also ich habe es einfach nicht mehr auf dem Blick, weil ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr spielen, also schauen will. Aber ja, meine Güte, es ist echt schwer gerade so ein bisschen mit der Krankheit, mit der Arcade oder mit der Hit. Mit dem Hitzeschlag zu spielen. Aber ja, heute den ganzen Tag war viel zu heiß. Ich weiß nicht, Aspect of the Fiber Effekt ist ja eigentlich schon gut. Ach komm, solange wir noch genug Platz haben, mache ich das noch. So, ja, also ich mache morgen sicher mal einen langen Livestream von Last Epoch. Wir müssen also so weit spielen, dass ich da eigentlich dieses Age of Winter fertig habe und das obere noch. Weiß nicht, Last Ruin heißt es, glaube ich. Ja, können wir dann sehen. Ein bisschen geslowt schon. So, Ambush. Nein, nicht der. Die mag ich nicht so. Zwei Vögel. So, abgeschafft. Die waren einfach früher sehr viel schwieriger. Oh, Lightning Bolt. Okay, den kenne ich noch. Ja, den kenne ich noch. Aber einen anderen Skin. Verschwendetes Skin. Größere Auflösung, aber ich glaube, er war relativ gleich, das Skin. Bin nicht so sicher. So, also Relics. Aber ich gehe runter zu den Relikten. Okay, wir haben jetzt den Boss. Gut, also schauen wir mal auf die Dauer. 13 Minuten, fast 14 Minuten. Kann man sowieso nach oben. Nein, ich habe nicht so viele geschafft. Ja, sehr geiler Bild, macht sehr viel Spaß, aber die Herausforderung ist einfach genug. Schade ein bisschen, dass manche Builds doch ein bisschen zu stark werden. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch von anderen Spielen, zum Beispiel ihr selber. Manche Builds dann einfach viel zu stark sind. Okay, dann muss ich hier rein. Voll in die Uzi. Schön, also macht eigentlich relativ gut in diesem Level. Die Gegner, ja,
Sie sind nicht zäh, sie sind nicht stark. Nicht so wie das vorherige Level. Ganz sehr diese Artillerie gehabt zu haben. War schon ein bisschen stressiger. Ja, ich hatte am Mittwoch extremst übertrieben mit Fußball und das hat meinen Körper wahrscheinlich schon extrem stark dehydriert und hatte einen Hitzeschlag. Jetzt war ich gestern recht kaputt, also wirklich muskulös, Gelenk und so die Haut war extremst überlastet, überhitzt. Ja, und mittlerweile fühle ich mich wieder viel besser. Aber ihr merkt wahrscheinlich an der Stimme ein bisschen und vielleicht auch am Gehen schon ein bisschen müde. Und ziemlich sehr müde, muskulös. Aber gut, dafür habe ich auch wahrscheinlich sehr viele Muskeln wieder bekommen. Bis morgen kann ich auch wieder ein bisschen etwas für die Muskeln machen, scheinbar. Ja, man sollte einfach nicht zu lange warten und immer wieder so machen. Keine Muskelanstrengung, Muskelanstrengung, keine Muskelanstrengung. Sondern immer wieder und immer wieder mehr. Sonst kommt ihr da gar nicht so weit ins Fitness rein. Das ist auch fix zum Gold. So, den machen wir noch und dann machen wir den Boss, damit wir noch in diesem Part vielleicht ein bisschen der Last Win machen können. Ja, ich freue mich, wenn wir dann crafting können. Über 50. Können wir erst, wenn wir die drei abgeschlossen haben. Ob wir dann noch etwas extra besiegen müssen, weiß ich nicht. Ich habe es noch nie gehört. Ich glaube nicht. Wir müssen nur diese drei obersten Dinge einfach fertig haben. So, und dann machen wir, wie heißt es genau? Ja, diese Dungeon mit der Zeit. Ohne Abstürze bitte. Also jetzt stürzt bis jetzt noch nichts ab. Hat es bei Windows 11 gemacht. Also wenn ihr Last Epoch spielen wollt, holt euch nicht Windows 11. Bleibt da Windows 10, wenn ihr das habt. Für Linux oder so. Sonst crasht es wahrscheinlich bei euch auch. Ah, da oben ist noch ein Schrein. Ja, nur Stone, okay. Es ist wirklich, die Eichhörnchen sind einfach irgendwie so ziemlich sehr selbstständig. Aber wenn ich schlage, dann machen wir mehr Schaden, also die Eichhörnchen vor allem. Aber die Eichhörnchen kommen immer zu mir und da verlieren wir einfach Key Speed. Ich sollte nicht so viel oder immer schlagen, solange es nicht nötig ist. So, wow. Nehmen das. Summon Spriggan brauchen wir eigentlich nie. Minion, ja, ist ja einfach. Okay, nein, lassen wir den Helm. Den nehme ich nicht mit. Yes. Wir müssen halt schon schauen, dass unser Beet besser wird und nicht irgendwie ein anderer Beet besser wird. Weil es meistens ja dann trotzdem wieder gute Items braucht, bis der stärker wird. Ja, nicht so viel aufheben. Ja, schau, dass diese Schreine, die manchmal im Außen-Ding sind, nicht besser sind, oder? Eher schlechter. Die außerhalb sind und länger brauchen, die müssten einfach besser sein. Sind sie aber nicht. Hat der Entwickler noch ein bisschen geschlafen. Jo. Bei Diablo 4 weiß ich nicht, welchen Charakter und was ich mache. Wahrscheinlich einen für Livestream noch, wo ich ein bisschen mehr zeige. Und im Let's Play tue ich einfach ein bisschen durchwaschen eher, aber die Story einfach mehr zeigen. Wir dann einfach besser grinden können. Ja, ist besser so. Weil es geht natürlich viel länger, wenn wir Let's Playen. Machen so etwas wie ein
ja, Livestream-Projekt, wo ich einfach immer das mache, wo ich sonst nicht gemacht habe im Let's Play. Und bis ich dann in Weltstufe 4 bin, rush ich dann durch nach der Kampagne vom Singleplayer, also vom Videomod. Ja. Und das wollt ihr wahrscheinlich alles auch sehen. Was sind die anderen? Oder sind einfach zusammen diese Eichen? Das sind nämlich wenig. Hm, komisch. Ja, und in nächster Zeit wird wahrscheinlich sehr viel bei mir passieren. Also auch mit der Stimme wird es wieder besser. Nee, einfach, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Die letzten Monate waren ein bisschen ungewiss, wie viel darf ich ausgeben und wie viel nicht. Jo. Da ich also schwer krank bin, muss es also auch ein anderer bisschen machen mit den Finanzen. Und ja, ihr wisst jetzt wahrscheinlich, die war recht böse. Und jetzt bekomme ich einen neuen und wenn der auch böse ist, ja, dann wehre ich mich einfach dagegen. Soll mich nicht einschränken, aber ich kann ja gut mit dem Geld ausgeben, also auskommen. Geld umgehen zum Beispiel. Mal schauen, wie das wird. Und sonst müsst ihr mir halt helfen. Leon denkt auch immer so die ganze Zeit, ich hätte Geld. Aber geht nur das Geld aus, was ich ausgeben kann. Und dann kann ich für ihn nicht noch auch etwas ausgeben. So. Ist das Louis Prison? Okay. Ist das die eingefroren? Prison? So, Echo, okay. Sie war nämlich bei einem Echo ja so ein Schattenwesen. Ja. Void, oder? Und jetzt ist sie irgendwie eingefroren. Wahrscheinlich schon immer eingefroren. Kann das sein, dass diese Julia dann ein Gegner ist? Weil sie ist ja eigentlich ja bei Timeline, Timelife, Timeless, wissen wir, wie es heißt. Jo, dort ja der Boss. Ja, ich wusste schon, dass hier Gegner sind, deshalb habe ich gleich mal eingefroren. Okay, das ist einfach das Level vor dem Juggernaut-Schiff, aber ein bisschen größer. Das ist das Level vor dem Lager, oder nach dem Lager unten. Acht, drei, Mitte. Also hier runter muss ich scheinbar nicht, hier rüber. Kommen wir hier rüber. Sollte nicht so viele Items mitnehmen, solche Shards. Vorwärts machen. 10.000 Shards. Oh, hier rüber. Ein Schrein. Ja, Gold ist sehr wichtig. Jetzt haben wir 198.000. Für wieder ein bisschen mehr Platz. Gell? Das ist sehr wichtig. Hier rüber. Jo. Sehr gute Mission. Danke. Ist nicht so nervig. 70.000! Einer hat 70.000 gemacht. Krass. Könnt auch gerne mal das Video stoppen und sehen, was gerade dort steht. 70.000 ist, glaube ich, der Höchstwert bis jetzt mit Abstand. 40.000, 57.000, glaube ich, oder 5.700, ich weiß nicht. Wo muss ich jetzt hier durch? Ganz links irgendwo. Ja, ich hoffe. Ich bleibe irgendwo hängen. Ja, der Bildschirm ist jetzt mega groß. Ich muss mich zuerst auch mal gewöhnen an den Bildschirm. Oh, endlich das Schild. Das heißt, ich könnte auch einen ja, Fire Aura Bild machen.
gut ist. Hat er wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Damage over time. Und, also, wenig Schaden. Wieso ist er böse überhaupt? Weil es einfach andere Dinge ist, da sind, oder? Die gleichen Skins, aber andere drinnen im Kopf. Okay, der ist besser. Nein, der ist nicht besser, der hat nur 12. Die anderen haben auch 12. Das ist ein bisschen komisch, also komisch vom, was zusammengewürfelt wird, dass es eigentlich immer um die 10 bis 12 sind und nicht mal mehr. So, schaffen wir den Boss? Ich denke schon, ich weiß aber nicht, welcher Boss es ist. Werden wir mal schauen. Okay, was ist das für ein Boss? Ist es der Baum? Habe ich doch im letzten Video gedacht. Ja, nein, es ist der Ich. Es ist hier auf der Boss. Der Boss, der Gott. Okay, dann muss ich in der Mitte bleiben. Wohin? Oh. Ich weiß nicht, wie man den... am Boden sieht man ein bisschen. Okay. Shutdown. Okay, ich darf einfach... Ich muss mehr auf den Boden schauen können. Ja, die sind kein Problem. Ich glaube, ich schaffe ihn. Ich bin ein bisschen zu OP. Schade, dass wir so stark so OP wurden. Aber ich weiß nicht, welche Seite ich auswechseln soll, weil ich nicht so OP bin. Ist einfach sehr schwer. Wir müssen ein bisschen OP bleiben. Und wir haben Ring of Winter. Sehr bekanntes für viele Builds. Sehr bekannt. Vom Rogue, vom Marchman. Also Frostbite ist das Beste, aber ich bräuchte eventuell Endurance Threshold. Naja, ist nicht so stark. Das ist halt auch gut. Aber ist nicht Frostbite genau das gleiche wie Goldshred? Ich glaube, durch ein Item bekommen wir noch besser Frostbite über. Ich mache Goldshred. Ja, aber es nützt ja nicht gegen Minions. Ach komm, ich nehme Frostbite. So. Ah, da hätten wir noch ein Ding. Ja, der Bosskampf hat sich immer so in einem Kreisel, im Wirbel stattgefunden. Möchten wir eigentlich gar nicht. So, den haben wir auch abgeschlossen. Und ich habe ja den Anfang schon ein bisschen gemacht vom oberen. Wir hätten das Portal nehmen sollen. Noch ein bisschen weiter. So, jetzt. Und hier müssen wir auch noch abschließen. Wie viel? Nein, ich muss ja auch. Ja, nicht mal so viel. Okay. Ah, ich freue mich riesig. So, machen wir noch dieses Echo und dann muss ich leider den Part mal cutten. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Jo, ich freue mich echt, dass wir jetzt dann gleich fertig sind. Es dauert halt immer sehr außergewöhnlich lange, solche Sachen. Und das wird der Entwickler so und wir müssen uns einfach ergeben. Und das ist ein bisschen langweiliger für manche Leute. Und zum Beispiel mir sind die Games eigentlich nie so langweilig. Oder es ist eigentlich immer genug spannend, auch wenn viel Grinding dabei ist. Für mich gehört Grinding auch schon sehr dazu, oder? Kann man halt einfach nichts anderes. Es muss manchmal einen Leerlauf geben. Und andere Leute sind halt ein bisschen zu verwöhnt dann. Ja, die spulen einfach ein bisschen weiter das Video oder so. Und ja, die wirklich mega verwöhnt sind, müssen ja meine Videos auch nicht schauen oder die Games auch nicht schauen, oder? Kann ich ja nichts dafür. Wenn ich grinden muss, dann muss ich grinden. Wenn ich weniger grinden muss, dürfte ich es mir sagen. Wie? Und dann grinde ich auch weniger. Und jo. Ja, es geht ja schon schnell vorwärts. Ist ja nicht so schlimm. Gut, ja, im nächsten Video muss ich noch ein bisschen erst denken, was ich rede. Ja, da könnten wir eigentlich eben über die Übercorruption so reden. Wer es noch nicht so genau weiß und das gerne jetzt wissen will,
Die Corruption macht natürlich auch die Häufigkeit von bestimmten Echos höher, also dass es andere Belohnungen, bessere Belohnungen gibt und so. Sie machen die HP und den Schaden hoch von den Gegnern. Und je höher die Gegner sind, desto mehr Shred haben sie, also können uns halt einfach die Resistenzen durchschreddern, dass wir mehr Schaden bekommen und dann fällt ihr ein. So. Und das macht natürlich viel mehr Spaß dann. Ja, so also ein gutes Ding-Idol. Sehr schön. So, also im nächsten Part geht's weiter mit eben kurz schon The Last Ruin hier. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir die Übercorruption. Dann machen wir natürlich die Übercorruption. Zuerst bei der Stolen Lands, da brauche ich ein bestimmtes Item für ein anderes Bild. Und dann wahrscheinlich noch, genau, können wir mal kurz schauen gehen. Also ich muss 2 oder 3 Dinge machen. Emeriten zuerst hoch machen. So, ich kann leider nicht hüpfen. Also ich muss hier The Stolen Lands machen. Fall of the Outcast müsste ich auch machen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, der Age of Winter. Oder nein, Reign of Dragons für dieses Schwert. Aber das muss ich ja mit Potenzial finden. Gut, jetzt schauen wir mal noch. Wir können das noch nicht leisten, glaube ich. Ja, 340.000. Mist. Ich habe einfach zu viele Items. Könnte die meisten wahrscheinlich wegwerfen von hier vorne. Ich tue sie einfach mal hier rein. Also die neuen Sachen auch. Gut. Ja. Wir werden wieder genug Platz haben. Also, dann geht's weiter im nächsten Part. Tschüss!